Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, wie man Warteschlangen programmiert. Was sind Warteschlangen? Warteschlangen kennt man im Supermarkt, an der Kasse, kennt man am Schalter, kennt man fast überall. Man stellt sich da an, und zwar ganz hinten, und diejenigen, die am längsten gewartet haben, sind vorne und werden zuerst bedient. Genauso möchten wir auch eine Datenstruktur implementieren, und so eine Datenstruktur kommt zum Beispiel in der Datenkommunikation sehr oft vor. Da werden sie auch oft auch Puffer genannt, weil die Pakete, die Datenpakete kommen eventuell etwas schneller an, als sie weitergeleitet werden können. Und sie müssen kurz warten und diejenigen, die am längsten gewartet haben, die werden zuerst rausgeschickt. Und diejenigen, die neu dazukommen, die stellen sich hinten an. Um so eine Datenstruktur mit unserem Arduino und mit unseren relativ einfachen Mittelchen programmieren zu können, brauchen wir nichts anderes als ein Array und ein paar Variablen, um uns zu merken, wo was ist. Die Herausforderung hier bei der Implementierung ist, dass man in einer normalen Warteschlange im echten Leben sozusagen, werden die Kunden an der Supermarktkasse, die bewegen sich ja nach vorne. Jedes Mal, wenn vorne jemand bedient wurde, bewegen sich alle einen Schritt nach vorne. Das ist etwas, was wir mit unserem Array nicht unbedingt machen wollen, weil das bedeuten würde, dass jedes Mal, wenn wir vorne ein Element rausnehmen, dass dann hinten alles eins weiter kopiert werden muss. Das ist ganz offensichtlich nicht besonders effizient, keine besonders gute Idee. Deswegen werden wir es umgekehrt machen. Wir werden uns einfach nur merken, wer zuletzt bedient wurde und wo der nächste freie Speicherplatz ist. Ich habe mir hier auch eine kleine Demo vorbereitet, damit es etwas anschaulicher wird. Ich habe mir sozusagen hier eine Datenstruktur, ein Array mit 5 Elementen vorbereitet. Das sind die 5 Gläser hier. Die Indizes sind bereits angeschrieben, das heißt, das ist hier der erste Element und das ist der 5. Element oder mit Index 4. Ich habe ein paar hier Werte oder Gegenstände mir vorbereitet, die ich in diese Warteschlange speichern möchte und wieder rausnehmen möchte. Und ich brauche außerdem hier 2 Variablen, ich nenne sie jetzt einfach Pfeile, die mir immer anzeigen, erstens die Front, wer ist der Nächste zum Bedienen, wer ist der Nächste, der raus muss aus der Warteschlange. Und wo ist der nächste freie Speicherplatz? Das ist wichtig, das ist nicht der letzte Element, der gespeichert wurde, sondern es ist der nächste Element, wo noch frei ist. Momentan zeigen Sie alle auf das Element, auf das erste Element. Das ist nicht ganz so praktisch. Aber wir werden das handhaben können. Wir werden uns einfach merken, dass momentan ist die Warteschlange komplett leer. Das heißt, ich kann überhaupt nichts mehr zurückgeben momentan. Was brauchen wir hier noch? Erstens brauchen wir natürlich die Warteschlange selbst. Das ist ein ganz normales Array. Wir nennen sie Q und sie wird genau 5 Elemente drin haben. Außerdem möchte ich mir beide Variablen Front und Back definieren. Also ich werde sagen Bool, Front, Bool. Das ist natürlich falsch. Wir brauchen Front und Bool, sind ganz normale Ints. In Front und Back, Front wird 0 sein, Back wird auch 0 sein. Und außerdem möchte ich mir gerne eine Bool-Variable definieren, wo ich mir merke, ob die Warteschlange jetzt komplett leer ist, wie zum Beispiel in diesem Fall, oder ob da drin was ist. Die heißt dann QEmpty. Und die werde ich natürlich ganz am Anfang mit var initialisieren. Jetzt brauche ich auch genau 2 Funktionen. Deswegen teile ich mir hier das Bildschirm so ein bisschen auf. Ich brauche eine Funktion zum Reinspeichern und ich brauche eine Funktion zum wieder rausnehmen. Die wir zum Reinspeichern benutzen, die werden wir NQ nennen. NQ. Die bekommt einen einzigen Parameter, das ist der Wert, den wir reinspeichern möchten. Und was müssen wir jetzt letztendlich tun? Wenn wir irgendetwas speichern möchten, wir wissen ja, dass wir Back so definiert haben, dass es der nächste freie Speicherplatz hinzeigt.
Also wenn ich irgendetwas reinspeichern möchte, wie zum Beispiel diesen Ball, kann ich es hier einfach reintun, da wo Back hin zeigt. Und ich muss Back 1 weiterschieben, damit ich eher mehr merke, dass da habe ich bereits was gespeichert. Das sollte ich nächstes Mal nicht einfach so überschreiben. Aber da ist noch frei und für nächstes Mal ist Back sozusagen bereit. Genau das werde ich jetzt auch machen. Ich werde mir aber auch hier ein bisschen Platz lassen, weil ich später noch was dazu nehmen muss. Und wir werden jetzt ganz einfach sagen, Q an der Stelle Back soll den Wert von Value aufnehmen und Back soll 1 weitergehen. Jetzt muss ich natürlich auch diese Variable QEmpty neu setzen, denn sie ist ja jetzt nicht mehr wahr. Die Warteschlange ist nicht mehr leer, also müsste ich mir das auch noch merken. QEmpty ist jetzt falsch. Die hat schon was drin. So, das ist erstmal eigentlich fast alles. Später brauchen wir noch ein paar Feintunings. Wie möchte ich jetzt irgendetwas aus dieser Warteschlange wieder rausnehmen? Wie funktioniert das? Ich weiß ja, wenn ich was rausnehmen möchte, dann sitzt das direkt an der Front. Das steht da, wo das Pfeil Front hinzeigt. Das wäre hier der orangene Ball. Also diese Funktion benenne ich jetzt DQ. Die braucht eigentlich überhaupt keine Parameter, aber sie muss den Wert zurückgeben, der dort gespeichert ist. Und im Moment kann unsere Warteschlange eigentlich nur Int-Werte speichern und zurückgeben. Also hat sie ein Rückgabetyp Int. Was mache ich jetzt? Erstens werde ich mir einfach nur speichern, was da drin steht, bevor ich alle diese, bevor ich Front irgendwo sonst hinschiebe. Dafür werde ich mir eine temporäre Variable bauen, die heißt int_temp und die nimmt den Wert von Q da, wo gerade Front hinzeigt. Natürlich sollte man eigentlich jetzt auch kontrollieren, ob QEmpty nicht falsch ist, nicht wahr ist. Das überlasse ich aber Ihnen als kleine Hausaufgabe. So. Was passiert jetzt hier? Ich habe mir diesen Ball sozusagen gespeichert, zwischengespeichert. Noch habe ich es aber noch nicht zurückgegeben. Also werde ich es einfach so daneben legen. Was passiert jetzt mit Front? Front sollte jetzt eigentlich auch 1 weiter geschoben werden. Das machen wir. Front geht plus plus. Und dann sollte ich aufpassen, dass sie eventuell wieder die Warteschlange leer geworden ist. Hier ist es genau der Fall. Also wenn sie wieder aufeinander liegen sollten, nachdem ich etwas rausgenommen habe, dann muss ich genau wie umgekehrt ich in NQ QEmpty auf falsch gesetzt habe, hier muss ich aufpassen, dass es nicht wieder leer geworden ist. Also werde ich QEmpty wieder auf wahr setzen und zwar nur, wenn Front und Back wieder aufeinander liegen. Das heißt, ich werde jetzt einfach hier abfragen, ist Front gleich Back geworden? Und wenn ja, dann muss QEmpty wieder auf wahr gesetzt werden. Das ist ganz wichtig. Und jetzt kann ich ganz am Ende auch schon mal sagen, Return Temp. Moment. So, damit sind wir eigentlich hier fertig, auch mit unserer DQ. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wenn die Warteschlange voll wird? Was mache ich dann? Das probieren wir jetzt einfach aus. Im Moment ist sie leer, das habe ich ja zurückgegeben hier mit diesem Return. Das ist jetzt wieder in meinem Vorrat. Und hier werde ich jetzt die Schlange einfach mal auffüllen. Mal gucken, was passiert. Ich werde es aber erstmal wieder auf die ganz ursprüngliche Position alles bringen, damit es ein bisschen klarer wird. Beide stehen jetzt ganz vorne hier, als ob die Warteschlange nie irgendetwas drin hatte. Und ich werde Sachen speichern. Erstens speichere ich hier diese kleine Box, die geht dahin, wo Back hin zeigt, also speichere ich es da rein. Back wird 1 weitergeschoben. Nächstes Mal möchte ich diesen Ball hier speichern, dann tue ich ihn da rein und Back wird wieder weitergeschoben. Dann speichere ich den nächsten Ball und Back wird weitergeschoben.
dann den Stift hier rein, Back wird weitergeschoben und jetzt wird es interessant, denn meine Warteschlange ist jetzt fast voll. Nächstes Mal, wenn ich irgendetwas reinspeichern möchte, wie zum Beispiel diese kleine Kiste, müsste ich sie hier reinwerfen, habe ich ja noch Platz. Aber was passiert jetzt mit dem Back? Das ist jetzt so gut wie rausgeflogen, weil die Warteschlange ist jetzt sozusagen voll und ich müsste das erkennen und wieder zur Null setzen. Das ist ganz wichtig. Das müssen wir als erstes machen, aber danach müssen wir uns auch nochmal darum kümmern, dass wir diese Aufeinanderschiebung von Back und Front bedeutet nicht, dass die Warteschlange leer ist in diesem Fall, sondern dass sie voll ist. Das müssen wir auch haben. Wir kümmern uns um beides aber nacheinander. Erstens, wenn Back rausgesprungen ist, müssen wir ihn zurücksetzen auf Null. Das machen wir da, wo wir gespeichert haben, denn nur da wird Back überhaupt geändert. Also wenn wir hier abfragen, if Back größer oder gleich der Größe unseres Array geworden ist, in unserem Fall ist es einfach eine 5, dann möchte ich Back auf 0 setzen. Und jetzt möchte ich auch noch dafür sorgen, dass ich eigentlich nichts mehr reinspeichere in diese Warteschlange, denn die ist voll. Da ist kein Platz mehr. Dafür mache ich Folgendes. Ich werde das QEmpty benutzen und das Aufeinandertreffen von Back und Front als Abfragekriterien, dass ich etwas reinschreiben darf. Wenn QEmpty ist, dann ist alles klar. Die Warteschlange ist komplett leer und ich darf immer was reinschreiben. Und das zweite Kriterium ist, Back und Front sind unterschiedlich. Dann darf ich immer noch was reinschreiben. Das werde ich hier als extra Kriterium in der InQ-Funktion reinnehmen und zwar mit blau schreiben. Und damit es ein bisschen hübscher aussieht, werde ich es auch hinschieben. Wir machen das jetzt so. If Q empty, das ist das erste Kriterium, dann ist alles in Ordnung. Oder Front ist, Moment, ist ungleich Back. Na? So, Klammer zu, dann darf ich etwas Neues hier rein tun und hier kann ich das wieder zumachen und hier geht auch meine ganz normale Funktion zu. Das heißt, ich werde jetzt ab sofort nur irgendetwas in diese Warteschlange rein tun, wenn entweder Front und Back wieder auseinanderlaufen. Das passiert zum Beispiel, wenn ich das Front weiterschieben würde, wenn ich irgendetwas rauslöschen würde. Oder wenn die Warteschlange komplett leer geworden ist, das dauert noch ein bisschen. Probieren wir es doch mal aus, was hier passiert. Nehmen wir mal an, nächstes Mal rufe ich jetzt ein InQ auf. Also ich möchte irgendetwas reinschreiben, sagen wir mal meinen eigenen Stift. Ich rufe das auf, aber ich merke, QEmpty ist zwar falsch, das ist mir vollkommen egal, aber Front und Back sind nicht unterschiedlich. Das heißt, ich kann nichts mehr reinspeichern. Und die Funktion könnte zum Beispiel in diesem Fall ein False zurückgeben, also irgendeinen Hinweis zurückgeben, dass irgendwas falsch gelaufen ist. Das lasse ich Ihnen aber auch als kleine Hausaufgabe. Oder es einfach nicht tun, so wie wir das tun. Also mein Stift bleibt in meiner Hand. Nächstes Mal rufen wir zum Beispiel ein DQ, also ich werde irgendetwas wieder aus der Schlange rausnehmen. Wie funktionierte das? Ich nehme das raus, was an der Front steht. Ich speichere es mir zwischen in dieser Temp-Variable. Ich schiebe Front weiter und das gebe ich zurück in meinen Vorratskeller. Jetzt könnte ich nächstes Mal wiederum, entweder hier habe ich bereits einen leeren Platz, also könnte ich jetzt wieder was reinspeichern und da sehe ich daran, dass beide wieder auseinandergelaufen sind. Also jetzt darf ich wieder auch was reinspeichern. Ich kann aber auch wieder was rausnehmen. Ich könnte diesen Ball rausnehmen. Zwischenspeichern, die Front geht weiter, ich lege es wieder zurück. Ich könnte wieder was rauslöschen, zwischenspeichern, in meiner Hand diesmal, Front geht weiter. Und man merkt auch hier so eine sehr merkwürdige und vielleicht am Anfang nicht ganz so intuitive Sache. Diese Warteschlange, die funktioniert nicht schön ordentlich wie in dem Supermarkt,
wo es eben nach vorne geht, sondern diese Schlange beißt sich selber so ein bisschen in den Schwanz. Denn hier vorne und hinten ist jetzt nicht unbedingt vorne und hinten. Denn vorne ist jetzt irgendwo hier in den höheren Indices und hinten ist irgendwo bei der Null gelandet. Also das bewegt sich aber so und immer zwischen den beiden ist entweder gar nichts, wenn sie aufeinander fallen. Und das waren ja unsere zwei Fälle, entweder leer oder komplett voll. Oder wenn sie nicht aufeinander fallen, die beiden Pfeile, bedeutet es, dazwischen kann ich irgendetwas reinschreiben. Allerdings, ob sie so rum sind oder Front und Back andersrum stehen, das hängt davon ab, was man davor so alles aufgerufen hat. So, das war's auch schon alles zu Warteschlangen. So funktionieren ganz einfache Array-basierte Warteschlangen. Wie gesagt, hier könnte man noch ein paar Fehlerabfragen machen, damit es noch sauberer die Implementierung ist. Aber das überlasse ich Ihnen auch als eine kleine Übung, um besser zu verstehen, was noch alles schiefgelaufen könnte oder was nachgebessert werden muss. Ich wünsche viel Spaß mit den Warteschlangen. Danke!